Das sehe ich überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass wir ja zu wenig Laufbänder haben in der Stadt und ich achte auch, wenn ich in anderen Städten bin, wie dort die Situation ist. Ein Laufband erleichtert gerade älteren Menschen, die mit Rollatoren unterwegs sind, Behinderten, die Gehschwierigkeiten haben. Es erleichtert aber auch den Müttern mit Kinderwagen das Bewegen in der Stadt. Und deshalb bin ich wirklich ein überzeugter Anhänger von Laufbändern und auch von Gehwegabsenkungen. Das heißt gerade in den Kreuzungen, damit man da etwa mit dem Rollstuhl runterfahren kann. Also ich kann diese Kritik bald nicht mehr verstehen. Gut, man muss sagen, wir haben ja in der Vergangenheit auch schon Laufbänder angelegt, etwa um den Bereich der Maria de Victoria. Schauen Sie, hier ist ein Altenheim in der Nähe. Es ist ganz besonders wichtig, dass solche Maßnahmen ergriffen werden. Wir wollen eine familienfreundliche Stadt sein. Wir wollen aber auch den Menschen, die Einschränkungen haben, versuchen, so viel Teilhabe am Leben wie nur irgend möglich zu ermöglichen. Und dazu gehören eben Behindertenparkplätze, dazu gehören geeignete Busse, die eben an der Haltestelle sich absenken. Und dazu gehören auch solche Maßnahmen. Ich habe, wenn Sie so wollen, eher ein schlechtes Gewissen, dass wir noch nicht voll durch sind mit unserem Gehwegabsenkungs- und Laufbandprogramm, als dass ich das Gefühl habe, hier wird zu viel gemacht. Das Geld ist wirklich gut angelegt, was wir dort investieren.